Malum Iotismons Ziel war es, die Digge-Welt und die reale Welt zu einer einzigen Welt der Finsternis zu vereinen. Und ohne etwas tun zu können, mussten wir zunächst mit ansehen, wie alles in Dunkelheit versank. Alles wird in Dunkelheit getaucht. Ich erschaffe mir eine Welt, die zu mir passt. Und ihr könnt es nicht verhindern. Da irrst du dich gewaltig. Heildramon richtete seinen Laserfinger auf Malium und Tismon und griff es an. Laserfinger! Doch Malium und Tismon wehrte den Angriff einfach mit seinem Dunkelheitsschutzschild ab. Mit einem hellen Licht wurden alle zu Boden geschleudert. Die Kinder, die noch in der Digi-Welt standen, sahen dem Ganzen entmutigt zu. Das ist ganz schön zur Sache. Was jetzt voraus uns werden wird. Ich glaube, man hat uns nur benutzt. Es hätte auch jedes andere Kind treffen können. Malum Iotismon lachte nur höllisch, als es die verzweifelten Kinder sah. Die Gierte, passt gut auf, was ich mit eurer Welt mache. Ihr werdet euch noch wundern, was jetzt passiert. Es erhob seine Hände zum Himmel. Im selben Moment richteten sich die Digi-Ritter auf und gingen auf es zu. Das könnte dir so passen. Wir werden nicht zulassen, dass du unsere Welt ruinierst. Die anderen Kinder gaben endgültig den Mut auf. Sie haben überhaupt keine Chance. Ich will endlich wieder nach Hause. Ich nicht. Wozu eigentlich? Auf mich wartet sowieso keiner. Die haben mich schon längst vergessen. Stimmt. Wir können genauso gut hier bleiben. Hört bloß auf, so einen Mist zu reden. Ach, wir reden überhaupt keinen Mist. Außerdem sitzen wir hier fest und kommen nie weg. Ja, du hast recht. Die können sich noch so anstrengen. Das hat doch leider alles gar keinen Zweck. Also lasst uns in Ruhe. Wir müssen doch sowieso alle dran glauben. Was heißt hier kein Zweck? Ihr dürft die Flinte nicht so schnell ins Korn werfen. Wenn man sich anstrengt, findet man immer einen Weg. Versteht ihr das nicht? Wenn wir mit vereinter Kraft kämpfen, können wir Berge versetzen. Dann schaffen wir das. Hör auf. Was können wir denn schon ausrichten? Wir sind doch nur klein und hilflos. Wir haben keine Chance. Durch die negativen Gedanken der Kinder wurde Malium Iotismon immer stärker. Er lachte fies vor sich hin und richtete die Arme wieder nach oben. Er zittert vor meiner Macht, ihr Feiglinge. Er schickte seine schwarze Energie in die Welt der Menschen, wo gerade Tai, Matt, Joe, Izzy, Sora und ein paar Erwachsene auf dem Weg waren, das Gebirge zu durchqueren, um an den einzigen Ort zu kommen, in dem noch ein Tor zur Digi-Welt offen war. Hier ist auch schon alles voll von Dunkelheit umhüllt. Ja, stimmt. Aber das hier ist der einzigste Ort, der noch in Frage kommt, um in die Digi-Welt zu gehen. Das mag ja richtig sein, aber wird das Tor hier auch aufgehen? Black Wargreymon hat dafür gesorgt, dass wir von zu Hause aus nicht mehr in die Digi-Welt gelangen können. Und die nächstmögliche Gelegenheit ist eben hier. Also müssen wir es versuchen. Das hier ist doch auch der Ort, an dem wir unsere allererste Reise in die Digi-Welt begonnen hatten. Wir müssen unbedingt versuchen, das Mädchen zu Uikawa zu bringen. Joes Blick fiel auf die kleine Nadine, die mit gesenktem Blick hinter ihnen stand. Und was wird aus Nadine werden? Ich mache mir große Sorgen. Ach, das ist völlig unnötig. Beruhigen Sie sich. Alles wird gut. Aber wie wollen wir das Tor öffnen? Malium und Tismon ließ immer mehr und mehr Schwarzenergie frei. Und es wurde um die Digi-Ritter herum immer dunkler und dunkler. Es geht los. Macht euch auf etwas gefasst. Eure schlimmsten Albträume. Laserfinger! Böser Blick! Die Digimon griffen es alle gleichzeitig an. Jedoch absorbierte Malium und Tismon die Attacken einfach, als wären sie nichts. Es schleuderte die Attacken zurück auf die drei Digimon, die zu Boden geschleudert wurden. Wir sind unterlegen. Da können wir gar nichts machen. Wir wurden nicht auserwählt. Wir sind ja keine Digi-Ritter. Damit müssen wir uns abfinden. Das ist nun mal so. Chai, lass dir was einfallen. Los! Reg dich nicht auf. Wir werden das schon hinkriegen.
Tai hielt sein Digivice in die Luft. Bitte öffne dich, Tor zur Digi-Welt. Hörst du mich, Tor zur Digi-Welt? Es klappt nicht. Keine Reaktion. Vielleicht stimmt mit unseren Digivices irgendetwas nicht. Auf einmal hörte man aus Izzys Laptop ein lautes Piepen. Und Izzy starrte ungläubig auf den Bildschirm. So was Verrücktes. Auf der ganzen Welt reagieren die Tore zur Digi-Welt. Auf der ganzen Welt hatten sich die Digi-Ritter auf den Straßen versammelt und hielten ihre Digi-Weiß in die Luft. Mit dem ausgestrahlten Licht versendeten sie auch ihre Hoffnung und ihren Glauben an die Digi-Welt und die dort kämpfenden Digi-Ritter. Die Digi-Ritter staunten nicht schlecht, als auf einmal hunderte von Digimon auf den Felsen über ihnen erschienen. Seht mal, lauter Digimon. Unglaublich. Wahnsinn, und gleich so viele. Eure leuchtenden Digi-Weißes haben uns den Weg gezeigt, Freunde. Die Digimon-Partner aller Digi-Ritter aus der ganzen Welt sind hier. Ihr habt gerufen und wir sind gekommen. Was hast du mit unserer Welt vor, du Verbrecher? Wir lassen dich nicht tun, was du willst. Doch Malio Mortismon ließ sich davon nicht beeindrucken. Es strömte immer und immer mehr schwarze Energie in beide Welten aus. Die Digimon aller Digi-Ritter? Na und? Und selbst wenn ihr noch mehr wäret, ich werde euch alle umpusten. Ihr seid einfach keine Gegner für mich. Es griff sie alle mit einem Schwall schwarzer Energie an. Seid stark, haltet durch, bitte. Wir sind stark, wir geben nicht auf. Auch wir geben unser Bestes, haltet durch. Jeder Digi-Ritter auf der Welt rief den Namen seines Digimons und sendete ihm damit die Kraft des Lichtes. Durch das ausgesendete Licht erhielt jedes der Digimon neue Kraft und erhellte alles mit gleißendem Licht. Ah, verdammt, was ist das für ein schreckliches Licht? Es blendet so! Seht mal, die Dunkelheit verschwindet. Das kommt durch die Kraft der vielen Digimon-Lichter. Tai, Izzy, Matt und Agumon starrten auf das vor ihnen aufblitzende Licht. Das gewaltige Licht. Dasselbe Licht wie vor 3 Jahren. Das Tor öffnet sich. Sie rufen uns. Joe sah zu Nadine. Nadine, komm her. Sie lief zu Sora, welche sie im Arm hielt. Habt keine Angst. Auf in die Digi-Welt. Ja. Die Kinder richteten ihre Digi-Weißes gegen das Licht und verschwanden. Die Eltern blieben nur ungläubig zurück. Sie müssen keine Angst haben. Die Kinder schaffen das schon. Wir müssen ihnen jetzt einfach nur vertrauen. Alles wird gut. Die Kinder sind in der Lage, Sachen zu verbringen, die wir nie schaffen würden. Alle Digi-Ritter waren nun in der Digi-Welt, um die anderen zu unterstützen. Endlich sind wir wieder da. Nanu, es sind ja so viele Kinder hier. Die Tore sind überall aufgegangen. Ja, das sind alles Digi-Ritter mit ihren Partnern. Die engen Beziehungen zwischen den Kindern und ihren Digimon haben die Tore geöffnet. Malumiotismon sah sich angsterfüllt um. Es stimmt, wir haben keine Digimon-Partner und deshalb sind wir nichts wert. Wir haben keine Energie zum Kämpfen. Wir können uns ja nicht einmal von der Saat der Finsternis befreien. Alles wird so weitergehen wie bisher, nichts wird sich verändern. Das Leben ist und bleibt deprimierend. Seht nur, die Macht der Dunkelheit! Durch die negativen Gedanken der Kinder bekam Mario mit Tessan immer mehr schwarze Energie. Davis lief zu den Kindern, um ihnen die Augen zu öffnen. Was ist so wichtig daran, ein Digi-Ritter zu sein? Digi-Ritter sind nichts Besonderes. Ihr seid genauso wertvoll wie jeder von uns. Versteht ihr? Nein, wir haben kein Digimon. Digimon hat man, wenn man sie sich wünscht und wenn man daran glaubt, dass sie existieren. Genauso wie wir ein Herz und Gefühle haben. Und genauso wie jedes Kind die Kraft hat, seine Träume zu verwirklichen. Ihr müsst nur den Glauben an eure Kraft wiederfinden. Ach, das sind doch alles nur dämliche Sprüche. Ihr habt doch bestimmt auch alle Zukunftsträume. Zukunftsträume?
Ich kann mich nicht an sowas erinnern. Das kann nicht sein. Ich bin mir sicher, dass ihr die habt. Ihr müsst euch doch nicht schämen. Dann verrat doch mal, was deine sind. Ich wäre gern Koch im Nudelsuppenrestaurant. Ich liebe Nudelsuppen. Ich möchte mal die besten Nudelsuppen der Welt kochen. Ach, das wusste ich ja noch gar nicht.